haben eine Herausforderung hier, die über das, was wir normalerweise im Alltag kennen, ja deutlich hinausgeht. Wir wollen so viel Reichweite und so viel Performance wie möglich aus den Elektrokomponenten herausholen. Es ist der Aufbruch in ein neues Zeitalter. Und ich glaube, was das Ganze für uns eigentlich bedeutet, werden wir erst in ein paar Jahren ermessen können.